Hallo Stefan. Stefan, wir haben heute Kurs. Wir machen hier heute in dem Jugendclub Bitterfeld Wolfen ein Projekt mit Minicomputern und Computern und tun auch Sachen programmieren. Ich habe einen Hindernisparcours selber programmiert, dafür saß ich insgesamt 6 Stunden dran. Also ich mache hier gerade eine App, wo man halt spielen und sowas kann. Also es gibt da auf einer Webseite so einen Baukasten mit ein paar Tools und sowas und ja, das benutze ich halt. Hin wollen wir da, dass die Kids und die Jugendlichen sich mit den Dingen, die sie sowieso immer umgeben, also vor allen Dingen auch Smartphones und Spiele und solche Sachen, noch ein bisschen anders umgehen. Also zocken geht ja sowieso immer gut, aber dass man diese Spiele auch selber verändern und selber erstellen und selber überhaupt was mehr damit als sich nur berieseln lassen machen kann. Und dass das nicht nur Sachen sind, die irgendwelche großen Programmierer und Firmen sich ausdenken und danach ist das friss oder stirb, sondern nein, man kann da eine Menge selber machen und dabei eine Menge Spaß haben. Ich mache ein eigenes Spiel. Da hat man hier verschiedene Sachen. Die muss man halt sozusagen ineinander stecken. Und dann kann man halt so ein eigenes Spiel machen auf dem Gameboy. Auch hier, da kann man eine Map machen. Hier kann man halt malen, wie das Hindernis aussehen soll. Hier in der Galerie hätte man auch Steine machen können oder Pflanzen. Oder Sofas, je nachdem, was man haben möchte. Was mir bis jetzt immer aufgefallen ist, dass ich jedes Mal rausgehe und mir denke, da sind noch Lücken. Also da sind noch so Teile, die wir auch pädagogisch quasi immer weiter auffüllen können. Also wo wir immer mehr dazulernen. Wir haben Kinder, die kommen ganz frisch rein. Wir haben Kinder, die können schon ein bisschen mehr. Wir haben Kinder, die sind schon sehr fortgeschritten. Denen muss man quasi gar nichts mehr an die Hand geben. Und für all diese Gruppen Zugänge zu finden und Lösungen zu finden und Kleinigkeiten, spielerische Herangehensweisen zu finden, das sollte so ein bisschen die Aufgabe sein. Mir macht das einfach nur Spaß und deswegen programmiere ich auch gerne und weil so kann man auch was für Technik oder Chemie lernen. Ist halt was anderes als so normal, also irgendwie zu basteln oder was, weil das ist halt was, wo du dich richtig mit beschäftigen kannst und es halt auch nach ein paar Stunden halt noch Spaß macht. Ein bisschen ist es auch schwierig, das alles zu verstehen, dass man halt hier auch selber Spiele machen kann, über Programmieren auf dem Gameboy und sowas. Das gibt jetzt mehr und mehr, wo sich das über die Schulklasse, über den Freundeskreis rumspricht und die sich gegenseitig sozusagen dann mitnehmen und sagen, hier, das kannst du, und probier mal aus und Computer ist nicht so meins, oh nee, und komm und mach mal, und dass sich auf die Art und Weise da ein bisschen die Kreise erweitert und die Kids gegenseitig das weitergeben. Und das ein bisschen diese aktive Haltung, die wir da befördern wollen, dass sich die darüber langsam so vorlebt. Und das ist gerade hier in der Ecke Bitterfeld-Wolfen eine ganz tolle und wichtige Sache, weil ein Hacker- oder Makerspace wie in Halle oder Magdeburg, das gibt es hier eben nicht. Und da sind solche Art Angebote sehr selten und sehr schön, dass wir das so gestalten und machen können. Ich habe richtig viel Neues gelernt. Das Programmieren und anderen Leuten zu zeigen, macht mir Spaß. Bis dann, ne? Tschüss, Stefan.